Nächster Redner wäre Herr Dr. Markus Büchler. Abgeordneter Büchler, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Bayerische Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu aktualisieren und anzupassen ist eine gute Idee, denn der Bund hatte das Bundesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz geändert. Die beiden sollten synchron gehen, Hand in Hand. Deswegen muss man da nachbessern, dass das analog ist. Das ist richtig. Das, was drinsteht, ist soweit nicht falsch. Es fehlt bloß die Hälfte, denn der Bund hat wesentlich mehr Fördertatbestände in das Bundes-GVFG, in das Ausgeweitete hineingepackt, als Sie es jetzt bei der bayerischen Variante machen. Zum Beispiel fehlen die Elektrifizierungen, die wir dringend brauchen in Bayern. Es fehlen zum Beispiel die Reaktivierungen von Bahnstrecken und andere Fördertatbestände, die der Bund drin hat. Also das schaut schon so ein bisschen aus, als würde sich die bayerische Staatsregierung hier angesichts der angespannten Haushaltslage schon wieder vor einigen Aufgaben drücken wollen, meine Damen und Herren. Ja, und apropos angespannte Haushaltslage, was halt auch fehlt in dem Gesetzentwurf, das ist eine Zahl. Und zwar, wie viel Geld soll künftig an den ÖPNV in Bayern gegeben werden im Rahmen der im Gesetz beschriebenen Aufgaben? Und da ist es so, dass andere Bundesländer das wesentlich eleganter geregelt haben und bestimmte Beträge geschrieben haben, nämlich für den Wegfall der bisherigen Entflechtungsmittel. Da warten wir ja immer noch darauf, dass in Bayern eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird, wie es denn mit den weggefallenen Entflechtungsmitteln des Bundes weitergehen soll. Andere haben das im Gesetz klar geregelt, andere Bundesländer. In Bayern belässt man es bei einer vagen Aufgabenbeschreibung, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Zwar haben wir in den FAG-Mitteln 236 Millionen Euro drin, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber wie Sie gerade richtig ausgeführt haben, Herr Staatsminister, sind davon nur 76 Millionen für den ÖPNV und das alles andere geht schon wieder in den Straßenbau. Und mit 76 Millionen kommen wir nicht wirklich weit bei den riesigen Aufgaben, bei den Rückständen, die wir in Bayern haben. Da brauchen wir wesentlich mehr Geld. Schreibst du ruhig einmal 200 oder 300 Millionen Euro rein, dann können wir den Rückstand noch langsam aufarbeiten, die wir haben. Und wenn ich mir heute so Ihre Pressekonferenz angehört habe, Herr Staatsminister, die ehrlicherweise, ich habe es nicht gehört, aber mir ist es berichtet worden, weil ich war in einer anderen Sitzung gleichzeitig, wo Sie sagen, ja, wir haben ja kein Geld und es gibt keinen Satz, in dem nicht das Wort Berlin vorkommt. Berlin soll hier und Berlin soll da und Berlin soll dort und wir sind ja überhaupt nicht zuständig. Da frage ich mich schon, warum, wenn Sie für nichts zuständig sind im Verkehrsbereich, warum behandeln wir denn dann gerade ein Gesetz zum Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und warum heißt denn das nachher? Das STMB, gut, STMB abgekürzt nicht, aber in der vollen Formulierung Staatsministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr. Wir haben sehr wohl eine große Zuständigkeit, die ausgefüllt gehört und die man aktiv ausgestalten muss, wie andere Bundesländer, zum Beispiel Baden-Württemberg oder Hessen, das auch machen. Allein schon fällt mir gerade spontan ein, wenn Sie sich einen Instagram-Kanal anschauen vom Ministerium, gut, den haben Sie selber nicht eingerichtet, Herr Staatsminister, aber andere, Ihre Vorgänger, die heißt Bauen und Bewegen. Wir sind fürs Bewegen sehr wohl zuständig und das heißt bewegen und nicht bloß Autofahren. Also wenn, dann müssen Sie es umbenennen in bewegen und betonieren oder bewegen und asphaltieren oder bewegen und Autofahren. Das heißt aber bauen und bewegen. Deswegen kümmern Sie sich darum. Das ist ureigens die Aufgabe des Freistaats Bayern. Wir brauchen den ÖPNV und einen modernen, einen guten, gut ausgebauten ÖPNV in ganz Bayern und nicht bloß zwischen Pasing und Ostbahnhof, wo Sie das ganze Geld vom Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz anscheinend in die sündhaft teure zweite Röhre hineinbetonieren wollen. Wir brauchen ihn in ganz Bayern, bei der Stadtumlandbahn in Erlangen, in Nürnberg beim Ausbau und bei der Grunderneuerung der öffentlichen Verkehrsmittel, die wir dort haben in der Metropolregion Nürnberg. Wir brauchen das bei den Reaktivierungen auf dem Land. Wir brauchen das beim S-Bahn-System für Augsburg, bei der Stadtbahn Rengsburg, bei den Trambahnausbauten in Würzburg und überall im ganzen Land. Und da ist der Freistaat Bayern ureigens zuständig. Wir brauchen das für die Verkehrswende. Wir brauchen das für die Entlastung auf der Straße, für die staugeplagten Autofahrerinnen und Autofahrer, die endlich auf eine Alternative warten, nämlich auf einen gescheiten ÖPNV. Da ist Bayern meilenweit hinten dran. Das ist unsere Aufgabe. Sie müssen es aktiv gestalten und anpacken. Und da kommen wir mit dem vorgelegten Gesetzentwurf vielleicht einen mini kleinen Trippelschritt weiter. Aber das langt hinten und vorne nicht. Da brauchen wir mehr. Ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss und darauf, dass Sie da noch ein Schäufel drauflegen, Herr Minister. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Büchler.